So, nachdem wir uns gerade das letzte Video angeguckt haben von Max, kam jetzt 50 Stunden Taco. Und ich glaube, da geht es um genau diesen Taco, den wir eben gerade gesehen haben. Deshalb gucken wir uns dieses Video auch an. Und dann sehen wir auch mal, wie der diese Tacos gemacht hat. Natürlich habe ich jetzt immer noch nichts zu futtern, weil wir es ja jetzt genau im Anschluss gucken. Ja, ich hole mir jetzt auch nichts. Ich werde es bereuen, aber egal. Let's go. Wieso ist die Quality so bad? Herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Ich mache heute mal wieder was ganz Besonderes. Birria Tacos, eines meiner Lieblingsgerichte. Und nicht irgendwie, sondern ich nehme mir dafür wieder richtig Zeit, um genau zu sein, 50 Stunden. Viele von den Zutaten sind gar nicht so leicht zu bekommen. Ich habe das Glück, dass ich einen mexikanischen Supermarkt bei mir in der Stadt habe und dort konnte ich die verschiedenen Chili-Sorten, Anchos, Moritas, Guajillo besorgen und solche Supermärkte zu erkunden macht mir schon immer wahnsinnig viel Spaß und die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, sind einfach unglaublich. Glaubt mir, wenn man die Kerne nicht entfernt, dann wird es richtig, richtig scharf. All das mit ein wenig Brühe und anschließend Wasser auffüllen. Richtig geil. Die Frage ist, wurde dieses Video gedreht, bevor der Kameramann das gemacht hat und hat sich daran orientiert oder andersrum? Das ist die Frage. Aber übel geil. Ich weiß ja theoretisch schon, was rauskommt, aber ich finde es trotzdem geil, nochmal zu sehen, wie das gemacht wird, auch mit diesen Tacos halt. Und aufkochen. Aufräumen nicht vergessen. Neben den Chilis ist die Kräutermischung verantwortlich für diesen unverkennbaren Geschmack und die stellen wir natürlich selbst her. Und fertig ist das Ganze. Die getrockneten Chilis geben durch das Aufkochen ihren gesamten Geschmack ab und werden quasi reaktiviert. Das erinnert mich ein bisschen an diese, wie heißt dieses, was so bei zum Beispiel Nami Goreng und sowas drin ist. Diese Morschel oder so. Morschel? Heißt das Morschel? Weiß ich gar nicht. Aber an das erinnert mich das. So sieht das zumindest gerade aus, diese Chilis. Diese dunklen Chilis. Geil. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass die Gerüche in der Küche unglaublich waren. Jetzt stellen wir unsere Birria-Marinade her. Sieht richtig gut aus. Wenn sich unsere Marinade abgekühlt hat und etwas gezogen ist, kümmern wir uns um das Fleisch. Ich habe bei der Auswahl des Rindfleisches darauf geachtet, dass es einen hohen Fettanteil hat, weil wir all dieses Fett später benötigen werden. Ich liebe es einfach sowas. Oh, sieht so geil aus. Da kann mir niemand sagen, nicht mal, da wollen sogar Veganer reinbeißen. Einfach geil.
Ohne Witz, sieht aus wie so richtig geiler Bacon. Muss ich dazu irgendetwas sagen? All das Fett, das ihr hier seht, hat das Fleisch schon beim Braten abgegeben. Jetzt wird es Zeit für die Hochzeit. Nachdem wir unser Fleisch gesalzen haben, geben wir unsere Marinade dazu. Boah, geil. Ich meine, was soll ich da noch sagen? Einfach geil. Wenn alles bedeckt ist, können wir den Deckel drauf geben, das Ganze nochmal kühlen lassen und alles verabschieden. Für eine ganze Weile. Das ist ja im Grunde soweit, haben wir es ja auch in dem anderen Video mitbekommen. Und ich bin jetzt mal gespannt auf den Teig für diese Tacos. Das ist der nächste Morgen. Übel geil. Das ist noch viel kranker. Aber das war noch lange nicht alles. Insgesamt bleibt unser Fleisch 17 Stunden im Ofen. Ach, das ist Cola. Ich dachte, das wäre ein Bier erst. Ich habe es gar nicht gerallt. Boah, so eine eiskalte Cola wäre schon schmackhaft. Es wird Zeit, nach unserer Birria zu gucken. Boah. Dieser Fettfilm. Ey, dieses Fleisch. Dieses Fleisch wird gleich einfach abschmelzen. Ich sehe es schon richtig. Es ist keine Untertreibung zu sagen, dass das Fleisch zerfällt. Geil. Mein Sitz selbst. Aber sind da jetzt Knochen drin? Weil bei dem, was der Kameramann gekocht hat, waren ja noch Knochen drin, soweit ich weiß. Aber ich glaube, er hat gar keine drin. Wir filtern unsere Brühe, um eine möglichst hohe Reinheit zu bekommen. Und dann zerziehen wir das Fleisch. Ich glaube, ich hätte den ganzen anderen Kram einfach drin gelassen. So. Ist doch geil. Wer will so eine ganz klare Soße? Braucht doch kein Mensch. Oh. Aber ich muss sagen, bei dem anderen hat es viel mehr zerzogen. Also der hat es ja nur mit der Zange genommen und konnte es komplett auseinanderziehen. Um es noch saftiger zu machen, geben wir etwas von unserem Konsommé ran. Und wir lassen es ruhen. Das ist alles kein Muss, aber umso mehr freut man sich darauf, es am Ende zu essen. Boah, geil. Und jetzt wird es ernst, Freunde. Als erstes wärmen wir unser Fleisch wieder auf. Das Fett ist ausgehärtet und lässt sich so perfekt trennen. Das habe ich... Krass, ich hab's noch nie gesehen, dass sich so krank eine Fettschicht bildet. Ich dachte gerade, was macht der mit dem Messer in der Soße jetzt? Spätestens jetzt solltet ihr verstehen, warum wir so fettiges Fleisch benutzt haben. Übel. Zeit für die Tortillas.
Das ist mein erstes Mal, dass ich Tortillas mache, deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber das alles ist eigentlich wirklich simpel, gerade wenn man die richtigen Zutaten hat. Vermengen, durchkneten. Einfach geil. Ich finde diese Stimmung auch während des Videos finde ich einfach mega nice. Und ruhen lassen. Wenn die Konsistenz wie Knete ist, hat man alles richtig gemacht. Man denkt, da gibt's einfach eine Presse für. So eine Taco-Presse oder was? Mein erster Tortilla. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Koriander. Zwiebeln. Limetten. Salsa Verde habe ich zum ersten Mal in Miami gegessen und die gehört einfach dazu. Was ist Salsa Verde? Sieht so ein bisschen aus wie Kraut, muss ich sagen. Es ist soweit. Unser Öl, in das wir unsere Tortillas dippen. Die heiße Grillplatte, Mozzarella. Aber wie kriegt der es jetzt so knusprig hin? Durch dieses Öl? Aber wieso hat er das dann da drin getränkt? Unser Fleisch, Koriander und Zwiebeln. Und jetzt heißt es Geduld haben und das Ganze knusprig ausbacken. Ah, okay. Baba. Aber ich glaube, ich würde die Kräuter weglassen. Sonst alles auch. Aber Kräuter, Koriander ist nicht meins, gar nicht. Diese Geräusche. Oh, geil. Man weiß einfach, dass das, was kommt, wirklich lecker sein wird. Och, Junge, scheiß doch nicht rein. Oh, das mit der Soße kackt rein. Und das ist die... Ist ja nicht so, als ob das vorher schon gut aussah. Nein, jetzt ist da so ein hässlicher Fleck. Ich dreh durch. Besonderheit bei Birria Tacos. Man dippt seine Tacos in das Consommé. Okay, das ist so schmerzhaft, gerade zu sehen, dass diese Soße darunter läuft. Und das ist einfach nicht von dieser Welt. Und ganz wichtig. Das ist das Beste, was ich hier gemacht habe. So etwas sollte man immer teilen. So geil. Tschüss, auf einmal hier Streetfood-Verkäufer geworden. Wir müssen so einen Platter anrichten, Alter. Digga, das ist einfach. Dave sieht einfach aus wie ein Larry. Geil. Es ist ein Schlachtfeld. Resümee: ultra krank, ultra lecker und authentischer Geschmack, aber 50 Stunden hätten auch 6 Stunden sein können. Weil das einfach so in der Natur der Sachen so ist, so, das bringt nicht so viel. Ja. Aber es hat sich trotzdem sehr, sehr gelohnt. Und der Prozess hat ultra viel Spaß. Ja, ihr müsst. Ist das etwa eine Hausparty? Das ist aber nicht Corona-konform. Alter, was er für ein riesiges Softbox daneben stehen hat. Baba. Nachmachen. Es ist so. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt schaut es wieder. Asozial. Asozial. Geil. Ey, ich hab... Oh.
Kommt auch mit auf die Liste, was wir irgendwann mal machen.